Dark room. Theresa und Till Heimann sind glücklich verheiratet gewesen, bis plötzlich Aufnahmen einer halbnackten Studentin aus Tills Büro in ihren Urlaubsbildern lagen. Außerdem wird dem 40-jährigen Unidozenten Diebstahl in dem Fotogeschäft vorgeworfen, aus dem die Abzüge stammen. Niemand außer Till weiß, ob er wirklich eine Affäre hat und tatsächlich klaut. Und völlig unklar ist, warum die Bremsen seines Wagens versagt haben. Bei dem schweren Unfall saß auch seine Frau im Auto. Ja, der Anwalt, der hat wohl heute mit der Werkstatt telefoniert und also die Bremsschläuche, die waren wirklich kaputt. Entweder hat sich da jemand an den Bremsen wirklich zu schaffen gemacht oder es war halt nur ein Marderbiss. Ich glaube, das ist die realistischere Variante. Wie bitte? Das bedeutet, dass jemand an den Bremsschläuchen rummanipuliert hat? Ach, das glaube ich doch jetzt nicht. Theresa, warte doch erst mal ab, bis man genaues weiß. Das war mit Sicherheit nur ein Marderbiss. Was will die Polizei denn jetzt unternehmen? Ich habe keine Ahnung, was die Polizei jetzt unternimmt. Das dauert seine Zeit. Ich meine, die haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Till, momentan passieren hier lauter seltsame Sachen. Ich habe das Gefühl, dass du das alles überhaupt nicht ernst nimmst. Ach, komm mal her zu mir. Natürlich nehme ich das. Entschuldige bitte. Natürlich nehme ich das ernst. Ich versuche nur nicht hysterisch zu werden. Ich will erst mal wissen, was Fakt ist. Ich bin nicht hysterisch. Aber weißt du, was du vergisst? Wenn jemand an den Bremsschläuchen rummanipuliert hat, schreckt diese Person auch vor Mord nicht ab. Ach, Theresa, Mord. Das ist so völlig an den Haaren herbeigezogen. Das ist mit Sicherheit ein ganz normaler Unfall gewesen. Nichts weiter. Ein Marderbiss. Das ist kein normaler Unfall. Das ist alles nicht mehr normal, was hier passiert. Und weißt du, was angefangen hat? Das alles mit diesem beschissenen Foto von dieser jungen Frau. Pass auf, wenn es dich beruhigen sollte. Der Anwalt hat mir heute gesagt, diese junge Frau, er hat sie ausfindig gemacht, das ist eine Studentin gewesen. Und es war wirklich nur ein blöder Streich, nichts weiter. Theresa, ich möchte schlafen gehen. Ich bin hundemüde und kaputt. Ja, das solltest du vielleicht auch tun. Theresa Heimann kann nicht mehr ruhig schlafen. Die ungeklärten Vorfälle und der ungewöhnlich heftige Streit mit ihrem Mann machen der Arzthelferin schwer zu schaffen. Als sie am nächsten Tag einige Besorgungen erledigt, kann Theresa ein paar tröstende Worte des vertrauten Fotoladenangestellten Heinz Krause daher gut gebrauchen. Hallo Frau Heimann. Hallo Herr Krause. Mir ist das in letzter Zeit wirklich total peinlich, hier einzukaufen nach dem ganzen Vorfall. Keine Sorge. Aber sagen Sie meine Güte, was ist denn passiert? Ach das war ein Unfall. Gott, Sie müssen ja fix und fertig sein. Wir gehen nach hinten in den Pausenraum und dann erzählen Sie mir alles. Das hört sich gut an. Theresa Heimann ist froh, mit einem Außenstehenden reden zu können. Der Fotoladenmitarbeiter Heinz Krause scheint aufrichtig um seine Stammkundin besorgt zu sein. Till und ich hatten einen Autounfall. Die Bremsen haben versagt. Du liebe Zeit. Ja, und Sie saßen mit im Auto? Wie ist denn das passiert? Tja, also die Leute von der Werkstatt behaupten, es könnte entweder ein Marderbiss sein oder, das muss man sich mal vorstellen, eventuell besteht sogar die Möglichkeit, dass jemand an den Bremsschläuchen manipuliert hat. Nein, wer macht denn sowas? Tja, das fragen wir uns auch, beziehungsweise Till fragt es sich überhaupt nicht. Für ihn steht schon fest, dass es ein Marderbiss war. Deshalb haben wir uns auch gestritten. Er versteht überhaupt nicht, dass ich totale Angst habe. Ja, ich kann Ihre Sorge ja gut verstehen. Aber sehen Sie, vielleicht hat Ihr Mann ja selbst Angst. Wir Männer müssen ja immer stark sein. Tja, da wäre es mir aber lieber, würde es mir zeigen. Ich habe ständig Angst. Ich frage mich jede Sekunde, was als nächstes passieren wird. Frau Heimann, das tut mir alles wahnsinnig leid. Und ich gebe Ihnen da völlig recht, dass sich Ihr Mann falsch verhält. Das lieb, dass Sie das sagen. Gerne. Es hat mir auch wirklich sehr gut getan, dass Sie mir einfach nur mal zugehört haben. Aber ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Ich muss mal die Einkäufe wegbringen. Frau Heimann, ich gebe Ihnen, warten Sie, hier, meine Telefonnummer. Danke, rufen Sie mich bitte wieder an, wenn etwas passiert. Ob Tag oder Nacht, ganz egal. Das ist wirklich lieb von Ihnen. Ja. Gerne. Aber warten Sie, ich nehme das. Ich helfe Ihnen da doch und begleite Sie noch zum Auto. Dankeschön. Gehen wir. Das kurze, aber aufbauende Gespräch mit Heinz Krause hat Theresa gut getan. Erleichtert und frischen Mutes lässt sie sich gerne von ihm mit den Einkäufen helfen. Der 45-jährige Single geht in seiner Hilfsbereitschaft sogar noch einen Schritt weiter. Sagen Sie, können Sie denn so überhaupt fahren? Ja, das geht schon irgendwie. Habe ich vorhin auch so gemacht. Na ja, gut.
aber Sie haben ja jetzt meine Telefonnummer. Rufen Sie an, wenn was ist. Ich kann Ihnen auch gerne etwas besorgen, wenn Sie etwas brauchen. Ja, aber ich kann Sie doch jetzt nicht einfach meine Einkäufe machen lassen. Doch, das können Sie. Sie haben meine ausdrückliche Erlaubnis dazu. Das ist wirklich freundlich von Ihnen. Bitte. Doch in Theresas Auto macht Heinz Krause eine seltsame Entdeckung. Er findet die Visitenkarte eines Hotels. Was ist das denn? Keine Ahnung, steht ein Hotelname drauf und eine Zimmernummer. Aha. Moment mal, mit dem heutigen Datum und Uhrzeit. Seit wann schreibt Till sich jetzt auch noch Hotelzimmernummern auf? Ja, vielleicht ein Geschäftstermin. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich einfach mal anrufen. Oder direkt hinfahren. Meinen Sie wirklich? Sie wollen doch Gewissheit. Tja, und wieder haben Sie mal recht. Jetzt muss ich Ihnen ja schon wieder danken. Es wird ja langsam schon zur Gewohnheit. Naja. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Tschüss, Herr Krause. Ich weiß nicht, ob ich wirklich wissen möchte, was das zu bedeuten hat. Aber auf der anderen Seite hat Herr Krause ja auch recht. Es wird mir eh keine Ruhe lassen. Also fahre ich dorthin. Als Theresa ihre Einkäufe nach Hause gebracht hat, ruft die 37-Jährige ihren Anwalt Bernd Römer an und bittet ihn um Unterstützung. Denn sie traut sich nicht mehr, alleine in das Hotelzimmer zu gehen. Vor ihrem geistigen Auge hat Theresa das Bild, wie sich ihr Mann mit einer anderen Frau auf dem Bett herumwälzt. Guten Tag. Was machen Sie denn hier? Wer sind Sie denn? Sie sind doch die Frau von dem Foto. Was für ein Foto? Jetzt tun Sie nicht so. Sie wissen doch ganz genau, wer mein Mann ist. Jetzt lassen Sie mich mal hier rein. Nein. Ich möchte sehen, wo mein Mann ist. Frau Hanisch, guten Tag. Ist das hier das Geischerzimmer? Was haben Sie denn hier vor? Soll das ein privates Repetitorium werden? Also das ist doch wohl meine Privatsache, was ich hier vorhabe. Was wollen Sie denn hier überhaupt? Wir suchen Herrn Heimann, Ihren Fachbereichsleiter, Ihren Professor. Das ist der Mann von der Dame. Ja, das ist aber nur mein Professor. Also entschuldige bitte, hier soll er sein, oder wie? Ja, zu mir. Mein Professor. Mir brauchen Sie doch gar nichts erzählen. Sie haben doch das Foto gemacht, in Reizwäsche sogar, im Büro von meinem Mann. Ich bin eine Studentin und keine Schlampe, also verlassen Sie bitte umgehend mein Zimmer. Gut, das eine schließt das andere nicht notwendigerweise aus. Wir gehen schon, wir haben gar kein Recht hier zu sein. Wir gehen auf jeden Fall jetzt raus. Vielen Dank dafür, dass Sie uns einen kurzen Einblick gewährt haben. Was soll denn das? Ins Zimmer, meinte ich natürlich. Danke. Ich glaube, das war sehr gut, dass ich gerade auf dem Hotelzimmer mit dabei war. Ich glaube, es war noch besser, dass Professor Heimann dort nicht anzutreffen war. Ansonsten wäre die Situation möglicherweise vollkommen eskaliert. Ich weiß es jetzt nicht, ob es da eine Affäre gibt zwischen dem Herrn Heimann und der Frau Hanisch. Ich weiß nur eins, er braucht eine verdammt gute Erklärung für seine Frau. Theresa hat ihren Mann zwar nicht in flagranti mit der jungen Studentin erwischt, aber die Arzthelferin kann eins und eins zusammenzählen. Die Hotelvisitenkarte und die Frau vom Reizwäschefoto deuten für Theresa ganz klar auf eine Affäre hin. Kaum ist Till zu Hause, will sie endlich die Wahrheit von ihm wissen. Kannst du mir das bitte erklären? Entschuldigung bitte, darf ich erst mal reinkommen? Was hast du denn da? Hier ist eine Notiz mit Hotelzimmer, Uhrzeit und Datum. Tja, keine Ahnung, ist irgendein Termin halt, ich weiß es nicht. Na, willst du mich verarschen? Eine Notiz mit dem heutigen Datum? Ich habe genug von deinen Märchen. Kannst du mir mal sagen, wo du gewesen bist? Aber, Theresa, was soll denn das jetzt hier werden? Ein Verhör oder was? Ich war im Büro und ich habe keine Ahnung, was das für ein Termin ist. Ich war aber dort und habe deinen Termin gesehen. Ja, zeig mal her. Ja, pass auf, weißt du, was das ist? Den habe ich für einen Kollegen angenommen. Ja, ich habe den Zettel habe ich dann irgendwann weggeworfen, nachdem ich ihm das ausgerichtet habe. Wo hast du den denn gefunden? Sie lag im Auto auf dem Fußboden. Ja, das ist alles okay. Warum bist du denn so wütend? Ich bin in das Hotelzimmer gegangen und rate mal, wer die Tür aufgemacht hat. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja, die Frau von dem Foto, diese junge Studentin. Ach so, jetzt gibt die Sache auch einen Sinn. Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Ja, pass auf, wie soll ich das sagen? Ich habe meinen Kollege, ich stelle ihm ab und zu mal mein Büro zur Verfügung für so gewisse Stunden, wenn du verstehst. Na, verstehe ich das jetzt richtig? Du verleihst deinen Kollegen dein Büro für ein Techtelmechtel? Ja. Hat der Mann kein eigenes Büro? Doch, hat er. Schon. Das Problem ist nur, der ist verheiratet und ja, seine Frau, die besucht ihn spontan. Und das wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn die da mitten reinplatzt. War doof, aber ich konnte jetzt auch nicht wissen, dass es sich um eine Studentin handelt. Also wenn du mich fragst, das klingt völlig bescheuert. Also, du hast doch gesagt, dass du im Hotel gewesen bist. Ja und? Ja, war ich da? Nein! Ja, dann ist doch alles in Ordnung. Warum streiten wir denn dann? Keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich schon völlig paranoid. Schatz! Ich glaube, das Beste wird sein, wir nehmen uns mal ein bisschen frei, ne, und fahren zusammen ein paar Tage aufs Land. Und warten mal, bis dieser ganze Spuk endlich ein Ende hat. Was hältst du davon?
Heimanns Anwalt Bernd Römer kümmert sich zur selben Zeit um den Diebstahlvorwurf gegen den Universitätsdozenten. Er hat sich die Überwachungsvideos des Fotoladens besorgt. Bei der Auswertung des Materials machen der Anwalt und sein Mitarbeiter Rainer Klauser eine erstaunliche Entdeckung. Oh, was war das denn? Ja, lass mal weiterlaufen. Also, da! Ja, das gibt's doch nicht. Der steckt ihm was in die Tasche. Moment, das müssen wir uns noch mal ansehen. Die Frage ist, wer ihn da angerempelt hat und abgelenkt hat, war das Absicht oder war das keine Absicht? Sind die da so zweit vorgegangen? Denn der sah auch nicht unbedingt aus wie ein Student. So, Moment, jetzt dreht er sich um. Jetzt? Stopp! Das sah aber ziemlich echt aus, oder? Ja. Gut, aber auf jeden Fall war er abgelenkt. Jetzt? So. Der steckt ihm tatsächlich die Dinger in die Tasche und wird dabei gefilmt. Leider nicht so, dass man sein Gesicht besonders gut erkennen kann. Ich würde Folgendes sagen. Ich versuche mal, da irgendwie ein Standbild rauszuziehen. Und Sie versuchen rauszukriegen, wer der sein könnte. Jawohl. Drucken Sie mir das aus. Ich fahre dahin. Das werde ich machen. Und ich mache mich auf den Weg zu Heimanns. Denn damit kriegen wir die Anzeige auf jeden Fall eingestellt. Mein Mandant wird sehr erleichtert sein, wenn ich ihm jetzt mitteile, dass das Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Ladendiebstahls damit zu Ende ist. Denn einen eindeutigeren Beweis für seine Unschuld als dieses Video kann es ja gar nicht geben. Die spannende Frage ist natürlich, wer ist dieser Mann auf dem Video und was hat er gegen meinen Mandanten? Anwalt Bernd Römer macht sich direkt auf den Weg zu seinem Mandanten. Er will Till Heimann die gute Nachricht über den eindeutigen Videobeweis persönlich überbringen. Doch er trifft nur dessen Frau Theresa und einen ihm unbekannten Mann. Hallo. Also, hallo. Falls Sie meinen Mann suchen, muss ich es leider enttäuschen. Der ist noch nicht von der Uni zurück. Gut, aber dann bin ich ja richtig zum Invalidentreffen hier. Ja, Frau so Heimann, ich muss los. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank nochmal, ne? Tja. Frau Heimann, es geht mich ja nur bedingt was an, aber wer war der Mann? Also Sie denken doch wohl nicht, dass ich meinen Mann jetzt heimzahlen will. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Also die Geschichte hat sich alles komplett aufgeklärt. Ach. Und ich kenne ihn von dem Fotoladen. Vom Fotoladen? Ja. Wie lange kennen Sie ihn? Herrn Krause kenne ich schon ganz, ganz viele Jahre. Also ich bringe schon seit ewigen Zeiten meine Fotos dort zum Entwickeln hin. Aha, und was wollte er jetzt hier? Nichts, warum? Er hat mir einfach eine Tüte Lebensmittel vorbeigebracht. Ich kann ja im Moment nichts so gut tragen. Nee, das stimmt. Ja, deshalb bin ich ja jetzt auch hier. Ja, eben. Kennen Sie ihn denn gut? Gut, also bis vor kurzem, sagen wir mal, war es recht oberflächlich. Aber in letzter Zeit ist es etwas persönlicher geworden. Was heißt das persönlicher? Naja, er hat mich in letzter Zeit sehr unterstützt. Also er ist fast so was wie ein Freund geworden. Wissen Sie, wo er wohnt? Zufällig, der Herr Krause. Nein, wo er wohnt nicht, aber wenn es Ihnen weiterhilft, habe ich seine Telefonnummer. Warten Sie mal, ich habe sogar die Karte hier dabei. Ja. So, genau. Ja. Wieso interessieren Sie sich denn so sehr für Herrn Krause? Ich müsste mal ganz schnell was überprüfen. Ich komme aber auf Sie zurück, ja? Ich glaube, das schaffen Sie alleine, so schwer ist es nicht. Und man soll ja möglichst früh wieder anfangen. Mhm. Mobilisierung und so weiter, Sie wissen das. Der rastet, rostet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe den Eindruck, dass dieser merkwürdige Herr Krause der Mann gewesen sein könnte, den ich im Video gesehen habe. Und wenn er das ist, wenn er dem Herrn Heimann Diebstahl in die Schuhe schieben will und wenn er sich dann hier bei der Frau Heimann einschleimt, dann muss er mir ein paar Fragen beantworten. Deshalb kriege ich jetzt raus, wo er wohnt und dann überprüfe ich das und dann sehen wir weiter. Kurz darauf ist Bernd Römer mit seinem Mitarbeiter Rainer Klauser an der im Telefonbuch vermerkten Privatadresse von Heinz Krause angekommen. Der Rechtsanwalt will dem Fotoverkäufer auf den Zahn fühlen, doch dessen Wohnung wirkt verlassen. Und sie birgt ein böses Geheimnis. Krause! Scheint nicht da zu sein. Was ist das denn? Wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Irgendwas stimmt hier nicht. Tür ist offen. Kommen Sie rein. Herr Krause! Vorsicht, 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 Vorsicht. Herr Krause! Alles Bilder von der Frau Heimann. Und hier hat er den Ehemann von ihr rausgeschnitten. Family. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Der sieht sich als Familienmitglied. Der hat sich da massiv in was reingesteigert. Wahrscheinlich glaubt auch noch, er ist der Mann von der Frau Heimann. Der Typ ist gefährlich. Nicht länger warten. Das sollten wir auch nicht. Genau so ist es. Ich sag sofort den Heimanns Bescheid. Bei Heimanns geht niemand ans Telefon.
Wir müssen dahin. Wir fahren sofort zu Heimanns. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Kommen Sie mit? Ja. Das Ehepaar Theresa und Till Heimann wird seit 2 Wochen hinterrücks bedroht. Rechtsanwalt Bernd Römer hat jetzt bei einem Mitarbeiter des Fotoladens, in dem die Heimanns Stammkunden sind, einen furchterregenden Bilderschrein entdeckt mit Bildern von Theresa. Offenbar ist Heinz Krause ein gefährlicher Stalker. Bernd Römer und sein Helfer Rainer Klauser befürchten das Schlimmste. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ach du Schande. Komm, Fesslin! Los, geht das nicht schneller? Herr Krause, bitte, legen Sie die Waffe weg. Wir können doch über alles reden. Ja, dafür ist es jetzt zu spät. Römer, guten Tag. Ich bin in der Beckingallee 42. Hier ist eine Geiselnahme, die hier gerade stattfindet. Geiselnehmer ist bewaffnet. Bitte schicken Sie sofort jemanden. Ich warte hinten am Haus. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Und schnell, schnell! Das ist einfach alles auf dem Silbertablett präsentiert. Bitte. Damit du endlich kapierst, damit du siehst, was für ein verlogener Bastard dein Ehemann ist. Aber nein, du wolltest es ja nicht. Bleib stehen! Wir sind doch total verrückt du geworden. Du wolltest es ja nicht sehen. Jahrelang waren wir eine glückliche Familie. Meine perfekte Familie. Aber wir haben alles zusammen wir? Erlebt. Wir haben alles zusammen erlebt. Wieso wir? Wir haben doch überhaupt nichts zusammen erlebt. Theresa, bitte. Liebes. Sag doch endlich du. Natürlich haben wir alles zusammen erlebt. Wer hat sich denn um die Fotos gekümmert? Wer hat denn die Fotos entwickelt? Ihr sah so glücklich aus und alles war gut. Bis dieser Bastard sie alles kaputt gemacht hat, dieser miese Betrüger. Till hat doch überhaupt nichts getan. Was meinst du denn? Er hat doch nichts getan. Ach nein, nichts getan? Komm. Erzähl deiner Frau, was du nicht getan hast. Till, was meint er denn damit? Nichts, was hast du gemacht? Gar nichts. Ja, gut, mein Gott, ich hatte mal eine kurze Affäre am Laufen mit dieser Studentin, aber... Jetzt nicht dein Ernst, ich hab ne? Ich dich angelogen. Es tut mir leid. Siehst du? Ich hatte recht. Ich hatte die ganze Zeit recht. Es ist wahr. Also hast du auch die Bremsschläuche manipuliert? Ja. Aber das war nicht geplant. Du solltest nicht im Auto sitzen. Und alles andere aus, auch du! Ja, alles andere auch. Du siehst, für unser Glück tue ich alles. Ich will das alles nicht mehr haben! Halt still! Du bist krank! Halt die Schnauze! Sie sind doch total wahnsinnig geworden. Schatz, bitte, ich habe die Sache beendet, schon vor langem. Nur diese Bille, die wollte sich wahrhaben, die ist mir ständig hinterher. Siehst du? Nicht so sage. Verstehst du jetzt, warum ich so handeln musste? Till muss doch bestraft werden für sein Fehlverhalten. Und du wirst jetzt hier stehen bleiben und wirst schön zusehen, wie das Urteil vollzogen wird. Es gibt keine Diskussion. Nein, bitte! Heinz, nein! Jetzt ist es los! Mach keinen Scheiß! Ich verstehe dich doch. Wir können ihn doch einfach verstoßen. Nein! Das würde auch reichen. Theresa! Was soll denn das? Geworden. Was tust du denn da? Ich! Ja, es geht nicht. Ich. Nur der Einzige, der dich wirklich liebt. Theresa. Ich. Das war knapp. Das war ganz knapp. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Der unscheinbare Herr Krause. Der ist ein Schwerverbrecher, oder er ist wahnsinnig, oder er ist beides. Wir haben ein ganz großes Glück gehabt. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. Bernd Römers Mitarbeiter Rainer Klauser hat den völlig am Boden zerstörten Geiselnehmer festgehalten, bis wenige Minuten später die Polizei eintrifft. Theresa und Till Heimann haben die erste schlimme Schockphase überstanden. Das Paar ist unendlich erleichtert, dass der Psychoterror vorbei ist. Herr Römer, ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken für die heldenhafte Rettungsaktion. Ich glaube, ohne Sie beide wäre ich jetzt tot. Sagen Sie es vor allen Dingen den Herrn Klauser. Ich werde es ihm aber auch gerne ausrichten. Ich kann mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn Sie nicht so schnell eingegriffen hätten. Es war knapp.
Gut, ich glaube, wir haben da alle jetzt etwas zu verdauen heute. Und ich glaube, Sie haben noch ein bisschen was zu besprechen. Da muss ich nicht unbedingt dabei sein. Und dafür wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja? Sprechen Sie sich aus und dann hoffe ich, Sie haben eine Chance. Zusammen. Ja? Machen Sie es erstmal gut. Ich kann jetzt nur hoffen, dass Theresa mir noch mal eine Chance gibt, dass ich ihr meine Liebe beweisen kann. Doch Theresa Heimann kann die Affäre ihres Mannes nicht so leicht wegstecken. Die 37-Jährige hat sich eine Auszeit genommen und auf dem Land über ihre Ehe nachgedacht. 3 Wochen später erhält Till endlich den ersehnten Anruf. Er soll seine Frau am Busbahnhof abholen. Engel, es tut mir so leid, ich bin zu spät, aber ich habe es nicht durch den Stadtverkehr geschafft. Ich habe wirklich alles versucht. Ja, dann ist es ja noch okay. Ich habe eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Danke, das war gut. Schatz, ich habe da noch was auf dem Herzen. Ich muss dir noch was sagen. Es tut mir so unendlich leid, der ganze Mist, was passiert ist, die Fehler, die ich gemacht habe. Ich hoffe, du gibst uns noch mal eine Chance. Ich habe lange nachgedacht, aber ich denke mal, wenn du ein bisschen geduldig bist, ich versuche es. Das freut mich so sehr. Lass uns gehen. Ich nehme den Koffer. Der Mann, der die Ehe von Theresa und Till fast zerstört hätte, wird für lange Zeit hinter Gitter müssen. Heinz Krause wird derzeit der Prozess gemacht. Ein Gutachter hat ihn für voll schuldfähig erklärt. Deshalb erwarten den Fotoverkäufer wegen versuchten Mordes und Freiheitsberaubung bis zu 13 Jahre Gefängnis.